Ich bin müde wie wahrscheinlich alle. Aber mir geht es sehr, sehr gut. Also ich bin voll mit Eindrücken und ja, auch voll mit, glaube ich, sehr, sehr viel Energie, die einfach mir dieser Trip auch gegeben hat. Also einfach, wir haben zwei tolle Länder gesehen. Das nimmt man natürlich mit. Neu war für mich die Erfahrung mit Workshops. Also, das hat mich sehr gefreut, diese offenen, selbstständigen und zielstrebigen jungen Kompositionsstudenten zu treffen, ihre Stücke zu spielen und ins Gespräch zu kommen im Workshop und auch hinterher. Das war sehr schön. Wir haben natürlich jetzt vor allen Dingen jetzt über diese Workshops so ein bisschen kennengelernt, wie an den verschiedenen Musikhochschulen hier in Kanada komponiert wird, sag ich mal. Also so gibt es ja so einen Mainstream und dann gibt es solche und solche Strömungen von neuen Kompositionsformen. Und da gab es durchaus Studenten, die dem nicht entsprachen, und es gab andere, die das auf ihre eigene Weise dann doch verfolgt haben, aber auch sehr interessant. Also das hat man schon gemerkt. Ja, aber ich war sehr überrascht, dass zum Beispiel die Kompositionsprofessoren eben so viel Freiheit ließen, dass eben auch was anderes geschehen darf, als was so im Allgemeinen üblich ist. Und ich finde es auch immer sehr spannend zu sehen, wie man allein durch das Kennenlernen eines Komponisten einen Zugang zu dem Werk bekommen kann, das vielleicht vorher noch sehr kryptisch erschien. Dass das so fruchtbar ist, hatte ich mir gar nicht vorstellen können. Also das wünsche ich mir eigentlich in Zukunft auch öfter noch kennenlernen zu dürfen bei uns in Europa. Ja, und ganz allgemein natürlich überrascht hat mich auch also ich hatte davon schon gehört, aber wie schön es hier ist in British Columbia, das hat mir schon sehr gefallen.